oder mehrfach die O2-World mit Vitali, mit Wladimir. Dementsprechend freuen wir uns. Ansonsten würde ich sagen, später dann, wenn auch Fragen zu Details sind, gerne auch im Dialog. Und dann würde ich die Herren sind bekannt, Jonathan, bitten, dass er vielleicht als erstes etwas zum Trainingszustand sagt und zum Gegner. Jonathan, maybe you start about the opponent, about the training camp so far. As always. Okay, no problem. We yet again come to another training camp. He's fighting over Pula. I mean, everyone sees how he is. He's a speedy guy. He's a fast, sometimes aggressive, sometimes not. But right now, me in the phase of the training camp, just still sparring, getting the condition, everything is coming together. So, I mean, just looking for a tough challenge. Spider-Man would love to have a challenge. It's no secret he's been reigning for the longest of years, and there's no need for us to figure that it's going to stop now. I mean, he's a workhorse. He's working to progress. He's working to get better and better each time around. The last fight, in my opinion, was one of the best fights around within the last two or three fights. The last one was the best one. So he's always trying to step above what he did last time. So I think that's what you will constantly see. You will see him looking better and better because that's what he's working towards. Okay. Thank you, Jonathan. Vladimir. Thank you, Bernd. Thank you, Jonathan. Und noch einmal einen schönen Tag und herzlich willkommen. Und wie man das sagt, welcome back. Wir haben uns alle schon mehrfach gesehen in den vergangenen Jahren. Ich freue mich, euch wieder hier im Steingewett zu begrüßen. Genauso wie das ganze Team vom Steingewett. Es ist wieder mal schön, in Tirol zu sein. Vor allem im August. Es ist nicht nur Winter hier schon beim Wintersport, sondern auch im August. Was die Vorbereitung betrifft, es ist schon wie gewöhnt, es läuft alles nach Plan. Ich habe aneinander Gegner. Jedes Mal muss man sich neu umstellen und anstellen. Einen schnelleren oder kleineren, stärkeren oder kann man nicht sagen schwächeren, aber schnelleren Typen wie Kubat Pulev oder einen stärkeren wie zum Beispiel hochunterschätzte Alex Lepay. Und viele andere, die davor waren. Ich freue mich auf 6. September. Ich werde wieder in Hamburg boxen. Das Publikum kennt mich. Ich kenne das Publikum. Es ist immer wieder schön, da zu sein, weil da habe ich auch meine sportliche Karriere angefangen. Im Berufsboxen ist mein 18. Jahr geht zu Ende. Ab November wird es dann der 19. Jahr kommen als Berufssportler. Und was betrifft meine Motivation, ich bin nach wie vor sehr motiviert. Ich möchte mich, wie Jonathan das gesagt hat, wirklich verbessern. Und das ist die Motivation, aber wahrscheinlich auch Hauptmotivation. Ich habe auch wirklich gedacht, wo liegt das und woran liegt das? Wahrscheinlich die Hauptmotivation ist Angst. Angst zu verlieren. Angst vor dem Angst zu verlieren. Das treibt mich jeden Tag ins Gym, um punktlich zu sein, diszipliniert zu sein, die beste Konkurrenz im Ring zu haben, was die Sparringspartner betrifft, die Anzahl der Sparringspartner und Qualität der Sparringspartner. Und ich möchte an dem Kampfabend noch eine präsente Dominanz zeigen, dass es keinen Unterschied gibt zu Alex Lepay, vielen anderen oder auch zu Kubat Pulev. Was Kubat Pulev betrifft, ich meine mit der Dominanz von mir, kein Unterschied, dass der Kampf auch entsprechend einseitig läuft. Ich weiß, das ist ein bisschen langweilig für das Publikum. Von einer Seite, von der anderen Seite, das ist das Kunst des Boxens, so den Gegner zu dominieren, dass er wirklich keine Chancen bekommt und am Ende den auszumachen. Es ist wahnsinnig schwer, das können Sie mir glauben, aber wieder machbar. Und das möchte ich auch für mich selbst prüfen. Was betrifft Kubat Pulev, ich schätze den sehr als starke, gute Boxer mit guter Technik, der sehr selbstbewusst ist. Der hat es ausgedrückt in seine in die Pressekonferenzen mit seinem Dasein, mit den Reden, was er gehalten hat. Und natürlich
glaubt er und hofft er und will er auch Weltmeister werden, genauso wie jeder andere Herausforderer. Und dafür verdient er meinen Respekt. Weil gegen einen Weltmeister darzustellen und die Herausforderung anzunehmen, ist auch keine leichte Aufgabe. Die nimmt er aber locker. Und ich weiß, dass Kubrakpulev wird besser sein, als er je war, vor keinem von seinen Kämpfen, weil das ist die Chance seines Lebens. Er ist nicht 23, er ist 33. Und da glaube ich, auch nur durch den Alter gibt es halt nicht so viele WM-Chancen und bei einem Boxer in seiner sportlichen Karriere. Und das ist seine erste Chance und die, so wie ich den abschätze, möchte auf keinen Fall die Chance verpassen. Das macht so einen Kampf noch attraktiver. Attraktiver für die Zuschauer, die am Ring sitzen werden, und attraktiver für die Zuschauer, die am Fernsehbildschirm bei RTL den Kampf verfolgen werden. Ich denke schon, dass er entsprechend eine Leistung im Ring bringt, die auch als Herausforderung gesehen wird. Lange Rede, kurzer Sinn. Jetzt werde ich dann auch gerne zu den Fragen und Antworten kommen. Wenn Sie die Fragen haben, wird Bernd und John dran und ich gerne die Fragen beantworten.